Ja, und damit ein herzliches Willkommen hier zu einem neuen Let's Play. Ich bin Matthias Gaming und ich freue mich, dass ihr wieder so zahlreich eingeschaltet habt. Ja, ein Let's Play. Ich weiß noch nicht, ob das ein großes Let's Play werden wird. Ja, Forager ist ja ein, also das ist das Let's Play, was wir spielen werden. Forager ist ja ein gutes Spiel, ein sehr gutes Spiel. Ich habe davon ein, zwei Let's Plays gesehen, also ein bisschen Folgen gesehen und dachte mir, all das ist was das für ein Spiel. Und dann habe ich so das Spiel gekauft, habe das installiert und dann gleich auch mal gespielt, so ein bisschen angetestet, so wie das so funktioniert. Und habe dann mal eben, ich gehe mal auf Spielen, 5 Stunden gespielt. Ich habe dann irgendwie so die Zeit vergessen. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei diesem Let's Play sein wird. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt auch wieder die Zeit vergesse oder ob ich da... ich habe noch keine Ahnung. Es kann viel passieren. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nur, dass es jetzt laut genug ist. Und mit dem Sound, ja, das müsste reichen. Ich habe das extra... Ich habe das übrigens extra so leise gemacht, weil... ich habe das nämlich vorhin so ein bisschen lauter gehabt und das hat so ein bisschen meine Stimme so ein bisschen, ja, weggenommen sozusagen. Deswegen habe ich das ein bisschen angepasst und ja, ich möchte auch nicht lang schnacken, ich möchte einfach loslegen. Forager ist ein Spiel, du startest mit einem Landteil und musst Rohstoffe, heißt das so, abbauen und oder auf jeden Fall ganz viele Sachen abbauen, die auf der Insel sind und ja, wir werden nicht lang schnacken, wir werden Kopf in den Nacken machen und dann werden wir loslegen. Ein neues Spiel, das wird unser Let's Play Stand sozusagen. Wir werden starten. Oh, wir haben ein Land hier. Escape ist Menü öffnen. Ah, okay. Wir können bauen. Was können wir denn bauen überhaupt? Wir können einen Ofen bauen. Wir können eine Schmiede bauen. Also wir sollen auf jeden Fall einen Ofen bauen. Wir brauchen aber 10 Steine. Wir können jetzt, Schmiede machen, den brauchen wir ja auch, weil wir brauchen einen Ziegel und Eisenbarren und wir können eine Nähstation bauen, die uns aber Fasern bringt und Holz und Ziegel brauchen wir dafür auch. Farmen können wir natürlich auch, eine Brücke, wo wir hier die Dinger hier zumachen könnten, aber wir werden erstmal gucken, was wir da überhaupt machen. Habe ich noch keine Ahnung mit. Und ja gut, wenn wir nachher aufrüsten, also wir werden Level bekommen. Ja, also ich werde einfach mal anfangen hier loslegen, hier zack, ein bisschen Baum, dann haben wir gleich Holz, ja. Was wir auf jeden Fall machen müssen, wir werden ja Skills nachher kriegen, ja. Hier oben seht ihr jetzt eine Anzeige, hier haben wir Stufe 1 momentan. Und wir müssen aufpassen, wir müssen essen. Ja, wir haben jetzt die Zitrone, 2 Stück, das ist schon mal gut, aber besser ist natürlich, ich baue jetzt erstmal ganz schnell die Kirschen oder die Beeren hier ab. Weil Bären sind gut. Ich weiß, ich mache das jetzt ein bisschen sehr langsam gerade, aber ich will jetzt auch nicht zu viel hier wegmachen. Na gut, es muss alles sauber sein. Es muss alles schön clean sein. Dann kann ich nämlich anfangen, den Ofen zu bauen. Den Ofen werde ich gucken, dass ich die hier oben irgendwo hin mache. Dann mache ich da hier gleich so eine Brücke hin. Wir brauchen ja Stein, genau. Wir brauchen ja 4 Steine, glaube ich, ne? Oder 10. Nee, 10 Steine brauchen wir. 10 Steine brauchen wir. Jetzt haben wir 8. Unten rechts seht ihr das dann, wie viel wir gesammelt haben schon. Jetzt haben wir sogar 11 Steine. Jetzt könnten wir uns einen Ofen bauen. Und wie gesagt, wir bauen hier alles ab. Wir kriegen hier Rohstoffe. Wir haben hier zum Beispiel unten rechts, was ihr seht auf der Insel, hier haben wir unser erstes Eisen. Das bauen wir natürlich auch ab. Aber ihr seht oben links seht ihr auch gleich eine Anzeige. Wir müssen gleich auf jeden Fall was essen. Denn wenn das leer ist, dann ist Feierabend. Dann wird uns nämlich Leben abgezogen. Also wenn wir weiterarbeiten würden, so wie wir jetzt machen. Ich werde auf jeden Fall gleich mit dem Holz erstmal Brücken bauen. Über 7 Brücken musst du gehen. Ja, das tue ich auch gleich. So, bauen, farmen. Ich muss mal eine Brücke bauen. Und zwar möchte ich hier eine hinbauen. Hier eine hinbauen. Oh, mehr kann ich nicht. Okay, ich werde erstmal hier die Zitrone essen. Guck mal, dann kriegen wir hier ein bisschen Leben dazu. 12 Ausdauer kriegen wir dazu.
So, jetzt haben wir hier kein, Ausdauer mehr. Hier kriegen wir auch ein bisschen. Dann essen wir hier noch ein paar Bären. So, jetzt geht das. Jetzt ist das gut. Mit Bären kriegen wir 8 Ausdauer. Ja, und damit kriegen wir keinen Ausdauer. Also, wenn wir jetzt Steine fressen, das wäre natürlich nicht so gut. Jetzt haben wir ein bisschen, was wir hier machen können. Und dann... Ich werde auf jeden Fall auch gucken, dass ich so viel Holz wie möglich kriege. Und dass wir, wenn wir gleich Skills bekommen, also richtig Skills bekommen, dass wir uns ja nicht unbedingt neues Land kaufen. Das ist ja vielleicht doch, aber ich weiß nicht, ob ich mit den... Also wir werden gleich mal uns den Skillbaum anschauen. Denn wenn wir gleich Level 2 kriegen, kriegen wir unseren ersten Skillpunkt. Und dann werden wir mal schauen, was wir da nehmen werden. Also ihr werdet schon... ihr werdet dann sehen, was ich nehmen werde, weil ich werde das ja jetzt selber entscheiden, was ich nehme. Also von daher. Und es wird auch Nacht. Es wird auch Nacht, ja. Wollte ich nur eben sagen. Es wird auch Nacht. Also es wird auch ziemlich dunkel. Ganz schön Iglo, mein Gott. So, wir haben schon... Ja. Stein baue ich mal ab. Aber wir wollen jetzt mal eben kurz... Wir haben ja zumindest noch keine Schleimbolzen hier. Ja, denn die sind auch ab und an mal hier. Die springen uns auch an. Also die sind freudig. Also die freuen sich, dass wir da sind. Ja, die sind so freudig, dass sie schon... Dass sie da sind. Alter Schwede. So, jetzt haben wir hier einen Skillbaum. Jetzt können wir hier uns bei 4 Sachen können wir uns überlegen, was wir machen wollen. Wir können Industrie. Da wird dann hier noch mehr Sachen freigeschaltet, was wir machen können. Also wenn ich jetzt hier Industrie mache, dann schaltet das Stahl, Glas... Und plus EP beim Bauen von Gebäuden. Ja, das könnte man machen. Oder wir gehen in die Wirtschaft. Erhalte sofort 40 Münzen. Ja, dann können wir uns ein neues Land kaufen. Ja, die Länder sind jetzt kosten natürlich auch was. Oder wir fangen mit Baumwolle an. Weizen und Rüben sind auffindbar. Das heißt, wir könnten noch mehr essen. Ja, oder wir gehen in die Magie. Ja, lässt die Feen finden. Oder lässt dich Feen finden. Lässt die Feen finden, hä? Was? Welche Feen? Ja, also ich glaube, Magie werden wir noch nicht machen. Was ist denn jetzt erstmal wichtig? Ist erstmal die Wildbeute. Ja, Wildbeuter, ist das erstmal wichtig? Oder wollen wir uns als erstes die Wirtschaft widmen? Erhalte sofort 40 Münzen. Ich würde sagen, das machen wir als erstes, oder? Dann können wir mal gucken, was dann ist. Dann werden wir uns in die in die Wildschaft hier, weil das ist hier wichtig. Den brauchen wir auch. Weil wenn wir den Tresor haben, alter Schwede, dann ist aber für die Schmieden erzeugen jedes Mal 4 extra Münzen. Alles klar. Oder hier, schaltet Tresore frei. Wenn wir die Tresore haben, alter Schwede, dann wird das um einiges leichter. Denn dann können wir die Sachen im Tresor packen. Und alles, was wir abbauen, landet dann nicht mehr in unser Inventar, sondern landet sofort im Tresor. Das habe ich nämlich schon in meinem Spielstand da gehabt. Also wie gesagt, ich habe das auch erst nicht gewusst. Ich habe gedacht, ach, das sind so Truhen, da kann man ein paar Sachen reinpacken und fertig ist die Sache. Nee, das ist dann wirklich so, dass dann die Sachen in der Truhe landen und nicht in unser Inventar. Heißt, wenn wir jetzt hier Holz reinpacken würden oder die ganzen Erze und so, dann kann es passieren, ich sollte essen. Natürlich, ja, kannst du gleich was kriegen, Schätzelein. So, jetzt haben wir hier wieder 7 Bären. Guck mal, die geben uns natürlich 12 Ausdauer, ist natürlich am besten. So, jetzt haben wir jetzt nur die Bären gegessen, also die Zitronen. Ja, wir sind jetzt sauer, weil sauer macht ja bekanntlich auch lustig. Ja, so, hier haben wir auch unsere Glühwürmchen, die uns auch so ein bisschen Licht geben. Also Lichtquellen sind hier viel da. Und wir haben ja auch ein kleines Licht bei uns anscheinend. Also wir könnten das Licht noch vergrößern, indem wir halt noch mehr Skills haben. Oder ich weiß nicht, ob das an irgendwas bauen oder ob wir irgendwas freischalten müssen dafür. Oder wenn wir irgendwas betätigen, dass wir dafür... dann so ein Würmchen kriegen, der uns dann immer folgt mit Licht, wenn es Nacht ist. Das weiß ich nicht mehr genau. Wie gesagt, ich habe vor ein paar Tagen halt gespielt. Vor ein paar Tagen, nee, letzte Woche, glaube ich, oder?
Ich weiß das gar nicht mehr genau, wann ich das letzte Mal gespielt habe. Das steht da leider nicht, wann ich das letzte Mal gespielt habe. Das steht nur bei Steam, aber das, da gucke ich jetzt nicht drauf, was ich da mache. So, hier Stein abbauen. Und wie gesagt, in das Land füllt sich immer wieder mit neuen Items. Und wie gesagt, ich müsste mal eben, genau das wollten wir eigentlich machen. Guck mal, jetzt sind wir schon, jetzt sind wir 2 für 3. Die haben das S vergessen, aber ist nicht so schlimm, mein Gott, das Spiel ist auch noch in der Entwicklung. Hier, guck mal, wir können jetzt bauen und wir können Land kaufen. Hier, guck mal, das Land kostet 60 schon und je mehr wir dran bauen, desto teurer wird auch das Land. Also irgendwann, wenn wir hier noch mehr ranbauen könnten, dann kostet das schon über 1000. Und wir haben hier Land. Ja, das bauen wir dann mal, oder? Oh, guck mal. Und das habe ich auch. Und da sind die ersten Schleime. Da sind die ersten Schleime. Und wir sollten uns jetzt mal langsam auch mal dran machen. Guck mal, wir haben jetzt die ersten Schleime. Jawohl. Zack, ich habe ein Gelee. Wir sollten uns jetzt auch erstmal dran machen, dass wir Holz kriegen. Beziehungsweise den Ofen. Und dass wir uns da die Schmiede noch bauen. Ich weiß nicht, wie viel Ofen soll ich machen. Also ich werde jetzt erstmal bauen. Ich werde jetzt erstmal hier die Brücke noch bauen. Die wollte ich ja hier in der Ecke machen. Ich werde hier noch einbauen und hier das zubauen. Und dann werde ich hier das machen und das zu machen. Ich weiß nicht, wie das hier ist. Ich werde den noch zumachen. Ja, und da werde ich dann gleich so Fischsachen und so reinpacken. Weil Fisch können wir auch machen. So, das... Nein, nicht da. Okay, jetzt können wir sowieso nichts mehr machen. Aber ich will eh noch bauen. Bauen. Ein Ofen. Guck mal. Einen Ofen bauen wir uns. Zack. Oh, ich könnte mir sogar 2 Öfen bauen. Ich glaube, das mache ich mal gleich. 2 Öfen gebaut. Sehr geil. Ach ja, wir sind ja Stufe 3. Und jetzt gehen wir... Ich würde jetzt erstmal sagen, wir machen jetzt erstmal die Wildbeute. Die Wildbeuter. Dass wir Baumwolle kriegen, Weizen. Das ist erstmal wichtig. Dann können wir sammeln. Sammeln. Erhalte 4 Inventarslots. Genau. Erhalte 25% EP von Pflanzen und Feldfrüchten. Jawohl, das wäre auch gut. Oder ich bin ein Holzfäller. Bäume geben 50% mehr Holz. Geil. Das ist alles cool, Alter. Das ist alles richtig, richtig cool. Und wir haben jetzt hier drüben ein Häuschen. Und wie gesagt, das habe ich in meiner Welt auch gehabt. Da ist noch einer. Hallo? Spring mich nicht an. Spring mich nicht an. Energie ist niedrig. Okay, alles klar, alles klar. Ich sollte was essen. Ich habe ja Bären. So. Ich hoffe nur, ich muss mal eben gucken, dass wir hier noch mehr Bären haben. Das Schlimme ist ja jetzt, ich muss jetzt gucken. Ich finde immer krass, dass wir hinterm Haus muss ich... Oh, guck mal, jetzt haben wir unser erstes Gold. Mit Gold können wir natürlich auch ein bisschen was machen. Aber es ist immer abbauen. Wir gehen gleich mal kurz ins Häuschen rein. Und da ist schon wieder der nächste Schleim. Auf jeden Fall abbauen. Und wir kriegen immer einen Schleim. Anscheinend, keine Ahnung. Guck mal, das ist ein Typ. Können wir den ansprechen? Ich glaube, ja. Willkommen im Museum. Wir sind im Museum, alles klar. Ich gebe dir Tschüss. Unsere Sammlungen sind noch eher unvollständig. Ja, sehe ich. Ist leer. Du kannst gerne helfen, alle Pakete zu füllen. Erinnert mich irgendwie an Stardew Valley. Der Typ war auch immer so krass. Ja, ja, kannst ja Artefakte sammeln und alles so. Ja, ja, klar, kann ich machen. Kann ich tun. Du wirst pro Paket eine Belohnung erhalten. Alles klar. Und eine super tolle Belohnung, wenn du alle füllst. Mhm. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
acht Sachen. Aber wir werden uns wahrscheinlich erstmal mit dem beschäftigen. Mit denen hier. Dass wir hier so ein paar Erze und so. Da könnten wir auch schon ein bisschen was geben, aber nein, die brauchen wir auf jeden Fall. Oder wenn wir die hier irgendwann kriegen, die ganzen Smaragd und Rubin und so, Amethyst. Wenn wir die Sachen kriegen. Oder wenn wir hier zum Gebäude, da kriegen wir wahrscheinlich auch noch ein paar Sachen. Die werden wir wahrscheinlich erst machen. Glas oder Ziegel und so, die wir machen könnten. Ja. Oder einen davon. Ich weiß noch nicht mal, was das ist. Ich habe keine Ahnung. Ja, da werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen. Ich habe noch keine Ahnung. Also soweit bin ich halt noch nicht gekommen in mein letztes Spiel. Hier können wir alle Essenssachen einpacken. Also wie Radieschen, Weizen. Dann sind das die Fasern hier. Eier von Hühnern. Die laufen auch immer drum, wenn wir die Tiere freischalten. Dann hier von Kühen kann man Milch sammeln. Da brauchen wir aber Glas für. Ja, und dann Peperoni, Kürbis und das goldene Ei. Ein goldenes Ei. Ja, also hier sind auf jeden Fall einige Sachen drin, die wir befüllen müssen. Hier sind schon wieder Fasern, die wir, oder ist das Baumwolle? Ich habe keine Ahnung. Oder die Sachen hier, Kirschen, die man jetzt abgeben könnte. Nein, ich werde keine Kirschen abgeben. Die brauchen wir alle. Wir haben ja Hunger, ne? Von daher. Und wir haben nur drei Herzen. Also von daher, wir können hier jagen, kochen. Also wir können von jeden Sachen, jede Sache, also wir werden die Sachen nach und nach füllen auf jeden Fall. Deswegen werde ich jetzt erstmal schnell rausgehen.